Hallo, meine lieben Tarotfreunde, schön, dass ihr hier seid. Willkommen zu dieser Legung. Wir sind immer noch in einer besonderen Zeit, ja, zwischen den Jahren. Wir haben die Rauhnächte. Und ich habe ja gesagt, ich werde euch einige Botschaften ziehen von bestimmten Trumpfkarten, die hier einfach, oder eine Trumpfkarte, die hier als erstes erscheint. Und wir schauen uns an, welche Botschaft diese Trumpfkarte für euch oder an euch hat. Bitte beachtet, ihr werdet nicht mit jeder Trumpfkarte in Resonanz gehen. Manchmal ist diese Aussage einfach nur zu meditieren, womöglich, ja, dass ihr euch selbst ein bisschen aufbaut. Je nachdem. Lasst uns einfach schauen, welche Trumpfkarte denn heute erscheint und mit welcher Botschaft. Die Herrscherin. Also die erste Trumpfkarte war eben die Herrscherin, den Turm. Den Turm deute ich jetzt auch, ja, weil ich das letztens auch so gemacht habe. Ich habe auch noch die Karten gedeutet, die neben dieser Trumpfkarte erschienen sind. Hier ist es eben so. Hier ist es eben so, dass der Turm neben der Herrscherin liegt. Liebe Damen, hier geht es um eure Weiblichkeit, hier geht es um eure Prinzipien, hier geht es um euch. Hier ist es an der Zeit, etwas gehen zu lassen. Irgendeine Einstellung, irgendeine Vorgehensweise, euch zu verändern. Ich guck mal, was es ist. Was sollte hier zum Umbruch gebracht werden, zum Zusammenbruch? Was solltet ihr hier gehen lassen? Was ist das? Eure Unsicherheit. Ja, vielleicht so ein bisschen die Einstellung, ja, so ein bisschen die Einstellung. Ich bin mir keine Kavaliere wert, ja. Oder wer soll sich, welcher Mann soll sich denn um mich so lange bemühen? Victoria sagt es immer, ja, der Mann muss sich irgendwie oder sollte im besten Fall, sollte sich bemühen, sollte ein Kavalier sein oder in einer Kavaliersenergie sein. Aber das ist doch heutzutage alles nicht mehr so. Solche Männer gibt es doch gar nicht mehr. Ja, ich höre das sehr, sehr oft. Ich lese das leider sehr oft. Mädels, es gibt diese Männer. Ihr habt mit den Falschen zu tun. Das ist einfach so. Ihr nehmt Falsche an, ja, dann ist der Platz voll. Das war's. Anstatt zum Falschen Nein zu sagen, du willst dich nicht um mich bemühen? Okay. Jede Frau, die das selbst schon mal erlebt hat, ja, die schon, vielleicht hattet ihr das selbst sogar auch schon, ja, was heißt sogar? Vielleicht hattet ihr das, vielleicht habt ihr das selbst erlebt, ja, dass wenn ein Mann, wenn er richtig interessiert ist und wenn mit ihm psychisch alles in Ordnung ist, ja, verdammt nochmal, er wird so einiges tun, um die Frau seines Herzens, die Frau, die ihm gefällt, um sie von sich zu überzeugen. Das ist etwas absolut Natürliches. Ihr wisst, ich mache persönliche Legung. Ich habe so einiges gehört, gelesen und überhaupt. Und es gibt so Situationen, die wirklich sehr, sehr bitter sind, ja, wo Frauen zum Beispiel. Das weiß ich aus meinem Umfeld, ja. Ich beobachte auch sehr viel. Ich habe ja auch einige Jahre schon verlebt. Aber es gibt so typische Situationen, ich erzähle es euch einfach mal, ja, liebe Damen. Es gibt so typische Situationen, wo ja, Frauen sehr an einem Mann interessiert sind, ja, keinen Wert darauf legen, dass er irgendwas macht, sondern sie selbst sind in einer aktiven Energie, ja, versuchen ihn zu erobern. Er kommt nicht in die Gänge richtig und das ist absolut normal, weil wenn ein Mann sieht, die Frau macht alles, wird er sich nicht bemühen, wird er nichts tun, ja. Er kommt überhaupt nicht in die Gänge, ja, ist nicht aktiv.
so lala, alles entwickelt sich irgendwie fast gar nicht oder nur sehr langsam, ja. Und was passiert dann? Ja, oder sehr oft denken auch Frauen in solchen Situationen, ich muss ihm helfen. Ach, der hat bestimmt schlechte Erfahrungen gesammelt, der Arme. Ich muss ihm entgegenkommen. Ich muss ihm beweisen, dass ich ihm nicht weh tue, ja. Und ist dann irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr mit solch einem Mann beschäftigt, versucht sich irgendwas da zurechtzulegen über ihn, ja, denkt vielleicht, ja, wie ich eben schon gesagt habe, er war verletzt oder ist verletzt und ja, kämpft gegen seine Gefühle, ja. Und was passiert dann, liebe Mädels, ja, was passiert dann? Dann lernt dieser Typ irgendeine Frau kennen, von der er einfach hin und weg ist und ist komplett und kommt komplett in eine andere Energie, bemüht sich um diese andere Frau, anstatt um die, die schon seit einem Jahr irgendwie an ihm dran ist. Ja, und dann stellt diese Frau fest, oh, der hat ja gar keine psychischen Probleme, ja, der ist ja gar nicht verletzt, der hat doch gar kein gebrochenes Herz. Warum ist er zu ihr so und zu mir so? Weil sich diese Frau den Falschen ausgesucht hat, der sich nicht um sie bemühen möchte. Der halt eben, so bitter das auch ist, aber der ist nicht richtig interessiert. Es ist immer das Gleiche, ja, wenn Frauen so sehr bemüht sind, versuchen es einem Mann recht zu machen, ja, so selbst in diese Kavaliersrolle kommen, erleben sie sehr, sehr oft solche Geschichten. Ich kenne sogar eine Frau, die hat das 3 Jahre lang mitgemacht, ja. Und dieser Typ, der ist nie weitergegangen, außer irgendwie so freundschaftlicher Kontakt mit ihr. Ja, und sie hat aber gedacht, sie war so in dieser, ja, sie war leider in dieser Illusion, ja, dass er noch mehr Zeit braucht. Sie hat sich versucht, also sie hat versucht, ihn immer wieder oder sein Nichthandeln immer wieder zu entschuldigen. Ja, sie hat immer irgendwelche Ausreden gesucht, hat ihn irgendwie rechtfertigt, ja, warum er nicht aktiver ist. Und was ist dann passiert? Genau das, was ich eben gesagt habe. Der hat eine Frau kennengelernt, ja, und war irgendwie innerhalb von ein paar Monaten verliebt, verlobt, verheiratet und hat mit ihr unter einem Dach gelebt. Ja, Punkt. Sie hat 3 Jahre lang investiert, ja, so viel Zeit verschwendet. Für euch zum Nachdenken. Viele Frauen sind unglücklich, weil sie sich einfach die falschen Männer aussuchen. Ja, viele Frauen verlieben sich, weil sie sich verlieben möchten und nicht, weil der Typ zu ihnen passt. Und wir haben hier eine Karte der Illusion, ja. Die Mondkarte ist die Karte der Träumereien, Illusionen, dass man sich selbst etwas vormacht, ja. Und Ass der Schwerter, nichts da, ja. Also klar, bleibt klar und bleibt deutlich, liebe Damen. Es gibt auch Frauen, die denken, ich bin mir das nicht wert. Ja. Ich habe das noch nie erlebt, dass sich ein Mann um mich bemüht hat. Dann hatte so eine Frau leider das Pech, ja, dass sie halt eben bisher noch nicht wirklich Männer getroffen hat, die sich für sie richtig interessiert haben. Und das ist vollkommen normal, ja. Frauen verzweifeln da sehr oft. Meinen, sie müssen jedem Mann gefallen. Das ist ja überhaupt nicht so. Man muss nicht jedem Mann gefallen. Es reicht schon, wenn man nur dem einen total gefällt und ihm total entspricht, ja. Das reicht schon. Das muss ja nicht die Masse sein. Also falls ihr solche Gedanken pflegen solltet, liebe Damen, nein, nein, nein und nochmals nein. Also wenn ein Mann eine Frau toll findet und bemüht sich nicht um sie, dann gibt es eigentlich nur, ja, nur einen Grund dafür. Es könnte sein, dass sein Selbstwertgefühl sehr gering ist, sagen wir es mal so. Ja, so absolut nicht vorhanden. Und er sich einfach gar nichts traut, noch nicht mal eine WhatsApp zu schreiben.
die Frage an euch: Möchtet ihr so einen Mann? Möchtet ihr einen Mann, der absolut kein Selbstwertgefühl hat? Glaubt ihr, dass ihr mit so einem Mann eine gesunde, glückliche Beziehung aufbauen könnt? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass so ein Mann noch mit sich selbst so viel zu tun hat und mit sich selbst so viel aufarbeiten muss, ja, so viel an sich selbst arbeiten muss, dass eigentlich eine Beziehung so das Falsche für ihn wäre, in dem Moment, wo er so ist, ja, wo er in dieser Energie ist. Was solltet ihr hier noch zum Abbruch bringen? Ich mache mal ein bisschen die Legung länger. Ich guck mal, weil das wird ja nicht auf alle zutreffen, was ich hier eben gesagt habe, ja? Was noch? Ja, bei einigen ist das eine berufliche Situation. Ja, wir haben ja auch hier gleich die 9 der Münzen neben der Herrscherin. Und auch hier sehe ich, liebe Damen, dass ihr das Zeug habt, ja, und liebe Herren, vielleicht ihr auch, wenn ihr mir zuhört, dass ihr das Zeug habt, hier neue Wege beruflich zu gehen. Es kann sein, dass ihr so ein bisschen stagniert oder ihr habt das Gefühl, ihr entwickelt euch nicht weiter. Oder da, wo ihr jetzt aktuell seid, ja. Das ist zwar schön und gut, ihr verdient euer Geld, aber eure Entwicklungsmöglichkeiten sind gering, ja, oder ihr habt keine Entwicklung, ja, da ist keine Entwicklung möglich in dem Unternehmen, in dem ihr arbeitet. Dann ist hier der Zuspruch des Tarots an euch tatsächlich, vielleicht ja, euren Arbeitgeber zu wechseln, woanders zu gehen. Ich würde erst suchen, ja, und dann kündigen. Es sei denn, ihr habt so viele Ersparnisse, dass ihr sagt, nee, ich kann irgendwie ein Jahr kann ich komplett überbrücken und ja, wenn es so ist, sehr schön. Aber hier ist generell ein Zuspruch, falls ihr das Gefühl habt, es gibt keine Entwicklung, falls ihr das Gefühl habt, ihr seid wo falsch beruflich, hier neue Wege zu gehen. Ja, an euch zu glauben, generell, ja, die Herrscherin plus 9 der Münzen, das ist eine absolut tolle Energie. Glaubt an euch. Wir hatten das schon bei der letzten Legung, die Kraft, weil das auch sehr weiblich ist, eine sehr weibliche Energie ist. Und die Herrscherin, hier geht es auch um die Weiblichkeit. Ja, und auch diese drei Karten, die ich hier gezogen habe, ja, ich habe sie in Bezug auf die Liebe gedeutet, aber man kann sie auch ganz neutral verstehen, dass ihr euch sicher werdet in dem, was ihr wollt, dass ihr zu mehr Sicherheit kommt, ja, weg mit eurer Unsicherheit, weg mit dieser Tendenz, schaffe ich das? Ja, schaffe ich das wirklich? Ist das wirklich mein Weg? Wenn es dich dorthin zieht, dann ist es dein Weg. Und wenn du bei diesem Weg feststellst, dass es doch der falsche ist, ja, hast du immer noch Möglichkeiten, einen anderen Weg zu wählen. So sieht es hier aus für den Moment, für heute. Das war die Botschaft der Herrscherin. Ich bin sehr gespannt, was wir beim nächsten Mal da haben. Ich hoffe, ihr auch. Vergesst nicht zu liken. Vielen Dank, dass ihr hier vorbeischaut. Ich wünsche euch nur das Beste, wie immer. Und bis bald.